Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Und wir wollen Heavy Fire mal anzocken. Das ist VR-kompatibel, man muss aber kein VR haben. Dann seht ihr ja, wir können jetzt den Modus auswählen, VR oder TV. Wir wählen natürlich TV, da ich kein VR mehr habe. Deutscher Untertitel. Na, wenigstens ein Untertitel. So, Feldzugmodus, Tutorial. Machen wir mal Feldzugmodus. Ich bin mal gespannt. After many years of promising negotiations and apparent progress, in disappointment, tensions between the US and North Korea are approaching a crisis as the North returned to threaten surrounding countries with missile tests and its trademark posturing. Mit der Schrift ist ein bisschen unglücklich gewählt, weil ich habe selbst jetzt Probleme, die zu lesen, wenn der Hintergrund so ist. Mit VR macht das bestimmt richtig Gaudi.
Ah, okay, die haben wir auch. Mist. Müssen wir erneut versuchen, aber das kriegen wir schon hin. So.
Sergeant, but get ready for more. Ich komme immer nur bis Welle 4. Kann man vielleicht auch noch was anderes auswählen? Nein, nochmal, okay. Dann spielen wir das nochmal. Muss ja machbar sein, dass wir das hier schaffen. Na komm, ich will's abbrechen. Oh. So. Not done yet, Sergeant! Good job, Sergeant, but get ready for more. Mission completed.
Oh, ey, wieder nur. Das kann doch nicht sein, ey. So, es ist Welle 3. So, jetzt müssen wir das doch mal schaffen hier.
shit, 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 shit. Heißt, ich bin Stufe 2, achso, Stufe 2, Welle 2, okay. Na, mein Engelchen? Meine Tochter ist nämlich gerade mit meiner Frau gekommen. Also müssen wir doch danach irgendwann mal was Neues freischalten kriegen. Ja. Also wird jetzt bis Stufe 4, so wie es aussieht. Uwa. Ende. Ne, dafür bin ich zu schlecht wahrscheinlich. Aber braucht man mehr Übung. Oder vielleicht mit einem VR-Headset, dass es da vielleicht ein bisschen besser zu steuern ist. Weil ihr seht ja, ich habe es immer noch nicht freischalten. Also da werde ich jetzt aber auch nicht hier 5 Stunden versuchen, bis ich das geschafft habe. Es macht so schon Spaß, es ist so, man hat halt nicht viel, man hat nur die Kanone, die ist ein bisschen schwerfällig. Aber so an sich ja nicht mal so schlecht. Ich denke mal, mit VR kommt dann auch richtig geil rüber, wenn man dann halt die B-Move-Controller hat und dann mit dem Geschütz mit VR steuert und dann hoch und runter und so. Ich denke mal, das kommt schon richtig cool, wenn man es so überhaupt steuert. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Wie gesagt, ihr müsst nicht VR haben, habt ihr gesehen. Ihr könnt aber VR haben. Ich würde mich denn jetzt hier verabschieden, wenn es euch gefallen hat. Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.